Der Rat der EZB hat letzten Mittwoch die in seiner Allmächtigkeit und in seiner Selbstherrlichkeit den 500-Euro-Schein abgeschafft. Das Argument, die EZB habe Bedenken, dass diese Banknote Kriminellen Vorschub leistet. Terrorfinanzierung und Geldwäsche. Im Ernst? Glauben wir wirklich, dass ein Krimineller aufhört, kriminell zu sein, weil er statt zwei 500-Euro-Noten nun fünf 200-Euro-Noten braucht und statt eines Geldkoffers zwei? Das kann doch wirklich uns keiner erzählen. Worum es wirklich geht, ist Geldpolitik. Die EZB und Mario Draghi müssen Minuszinsen durchdrücken. Denn wer für sein Sparbuch keine Zinsen mehr bekommt, sondern Zinsen bezahlen muss, der flüchtet sich in das Bargeld und hebt das Geld vom Konto ab. Was die EZB also letzten Mittwoch beschlossen hat, ist der offizielle Einstieg in die Abschaffung des Bargeldes. Bargeld ist Freiheit, Bargeld will ich erhalten. Wer Bargeld abschaffen will, ist totalitär.